Weil das ist ja immer was, was man so liest und hört. 30 Euro am Tag, 1000 Euro im Monat auf Weltreise, das ist so low budget. Wir sind hier auf Koh Chang, einer Insel im Osten von Thailand. Die ist auf jeden Fall noch viel weniger bekannt als beispielsweise Phuket oder Koh Samui. Dadurch aber nicht weniger schön. Aber bevor wir hier gemeinsam die Insel erkunden, wollen wir euch erstmal unsere Unterkunft zeigen. Wir sind hier am Lonely Beach auf Koh Chang. Das gilt so als die Backpacker-Region der Insel. Aber wie das halt so häufig ist, da wo Backpacker sind und waren, da zieht der Tourismus einher. Deswegen gibt es hier jetzt nicht nur noch Hostels, sondern auch solche Resorts mit Bungalow-Hutten. Und wir sind jetzt mal der Nutznießer davon, weil auch wenn das jetzt nicht unbedingt für Backpacker ist, die Preise sind immer noch Backpacker geeignet. Ja, wir kommen in unserem kleinen, aber feinen Bungalow. Also wir haben hier ein recht breites, bequem aussehendes Bett, eine Klimaanlage, die auf jeden Fall gut ist bei dem Wetter. Das Bad ist groß und sauber, generell alles sauber, sieht richtig cool aus. Und wir zahlen nur 20 Euro pro Nacht, also 10 Euro pro Person. Ich glaube, dafür ist es wirklich ein sehr guter Deal. Und jetzt zeigen wir euch aber mal hier ein bisschen das Gelände. Also hier ist der Pool und hier ist einfach direkt der Strand und das Meer. Also, keine Ahnung, 3 Meter zu Fuß ist schon sehr nice. Also man kann sich auch ein paar Kajaks mieten. Das werden wir mit Sicherheit die Tage auch mal ausprobieren. Und hier ist dann auf der Seite das Restaurant. Gut besucht auf jeden Fall. Aber halt die Lage ist schon sehr nice. Ich meine, einfach Strand, Sonnenuntergang. Eine Sache, die sich in Thailand seit Corona geändert hat, ist die Handhabung von Marihuana. Das wurde nämlich legalisiert und ist jetzt hier wirklich an jeder Straßenecke frei erhältlich. Und es ist was Besonderes, weil es sonst in Südostasien relativ streng gehandhabt wird. Aber ich denke mal, es ist eine ganz gute Möglichkeit, um den Tourismus hier wieder in Schwung zu bringen. Was gibt die Karte so her? Also die Karte ist auf jeden Fall mega vielfältig. Es gibt so die ganzen Thai-Gerichte, aber auch ein bisschen Western-Food, viel Seafood natürlich, macht ja Sinn hier. Und Preise sind okay, muss ich sagen. Ich dachte, es wäre ein bisschen teurer, aber ist fair. Und? Das ist eine Mischung aus Fried Rice und Curry, aber eigentlich ganz geil. Ja, nice. Mittlerweile wurden hier schon die Sachen für die Feuershow prepared. Aber eine Sache, die einem klar sein sollte, wenn man halt in so ein Resort kommt, das ist halt definitiv kein Backpacker-Publikum. Also es sind auch ein paar jüngere Leute hier, aber überwiegend ältere und auch ein paar Familien. Das haben wir völlig wertfrei, aber man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Von daher, wir wollen euch ja zeigen, was man für sein Geld hier bekommt. Und das ist dann schon ein ziemlich hoher Standard. Aber es gibt auch so eine kleine Backpacker-Area hier, so 10 Minuten zu Fuß. Die checken wir die Tage mal ab. Aber jetzt gucken wir uns erstmal diese Feuershow an. Krass, oder? Also ich habe immer ein bisschen Angst, dass sie sich irgendwie wehtun oder so, aber in erster Linie ist es natürlich sehr beeindruckend, richtig cool. Heute wird es mal Zeit, die Insel ein bisschen zu erkunden, aber vorher frühstücken wir erstmal was. Das machen wir auch hier in dem Resort. Allerdings ist der Frühstückspreis nicht inkludiert. Das heißt, wir checken mal das Menü ab und dann gibt es mal eine kleine Stärkung, bevor es losgeht. Also ich glaube, ich gönne mir heute mal Pancakes. Ansonsten gibt es viel mit Ei oder halt auch so Müsli, Cornflakes. Ist ganz okay, würde ich sagen. Das ist natürlich gut, wenn wir zeigen wollen, wie günstig es ist und du bestellst dir das teuerste von der Karte plus noch einen Kaffee. Dafür hast du gleich 2 Frühstücks bestellt, weil du sonst nicht satt wirst. Was kann man hier eigentlich auf Koh Chang so machen? Im Prinzip das, was man auf jeder thailändischen Insel macht. Roller mieten, ein paar Strände erkunden, vielleicht noch einen Wasserfall abchecken und vielleicht auch noch einen Viewpoint. Und ja, das machen wir jetzt. Genau, wir haben hier direkt neben unserem Resort auch einen Rollerverleih. Da laufen wir jetzt mal hin und leihen uns einen aus.
hier am Klong Prao Beach, sind so ungefähr 20 Minuten mit dem Roller gefahren. Der ist hier im Nordwesten der Insel und der ist auch wunderschön, aber wie so oft hier auf der Insel und auch auf den Nachbarninseln ist direkt ein Resort an den Strand gebaut. Also so naturbelassene Strände findet man relativ selten, aber nichtsdestotrotz ist es schön und wir genießen jetzt hier mal ein bisschen die Zeit. Der Strand ist auf jeden Fall schön, aber der Lonely Beach bei uns, der gefällt mir um einiges besser, weil es hier ja doch schon ziemlich krass mit Resorts zugebaut ist. Bei uns ist es ja ein bisschen wilder, aber es zieht sich jetzt auch so ein bisschen zu, also sieht kräftig nach Regen aus. Wir gehen mal was Mittagessen und schauen mal, wie es dann aussieht. Can I take the tofu red curry with rice? Das Essen war wirklich lecker gewesen, aber in der Zwischenzeit hat es sich leider komplett zugezogen. Aber wir haben auf Google Maps trotzdem einen Wasserfall, der ist hier ganz in der Nähe. Von daher, ja, gucken wir mal, ob wir den finden. Wir sind jetzt hier zum Kat Baye Wasserfall gefahren. Den haben wir uns rausgesucht, weil der angeblich keinen Eintritt kostet. Aber man muss eine Parkinggebühr zahlen von 40 Baht, also 1 Euro pro Person. Ja, nicht sonderlich teuer. Und jetzt laufen wir mal los, auf jeden Fall Mückenspray drauf machen, weil ja hier ist dann doch schon recht weit im Grünen. Und der drückt uns einfach die Daumen, dass es nicht anfängt zu regnen. Richtig abenteuerlich hier. Ja, ich dachte, wir fahren da locker mit dem Roller hin und sind dann direkt da, aber hier muss man noch richtig hinwandern. Da ist er. Made it. Hast geschafft. Hat jetzt vielleicht so eine Viertelstunde gedauert, so ein bisschen über Stock und Stein, aber eigentlich ganz cool, aber auch sauschwül, ich schwitze auch ohne Ende. Und man könnte ja auch ins Wasser gehen, wäre jetzt eigentlich angebracht bei mir, aber es donnert schon und tröpfelt auch schon so ganz leicht, werden nicht so lange bleiben und gleich wieder zurück. Aber der Wasserfall selbst, muss schon sagen, ganz cool. Sehr nice hier, wir würden gerne länger bleiben, aber es wird richtig dunkel. Aber sowas mögen wir, so eine kleine Wanderung und dann so ein Wasserfall hier mitten im Dschungel, wo keiner ist sonst. Echt cool, auf jeden Fall eine Empfehlung, aber jetzt schnell zurück. Also aus dem Dschungel haben wir es gerade noch so rausgeschafft, aber dann hat es angefangen zu schütten. Man sieht es, glaube ich, wir sind pitschnass geworden. Es ist jetzt gerade Ende Oktober, es ist so Ende der Regenzeit, aber wir haben gerade noch nicht so viel Glück. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine sehr coole Sache vor, dafür brauchen wir aber gutes Wetter, machen das dann hoffentlich morgen. Hallo. Yes, that's fine. Okay. Okay. Okay, okay, guck mal. Thank you so much. Bye bye. Wir hatten am Anfang ja gesagt, hier gibt es auch noch so einen richtigen Backpacker-Ort. Da sind wir jetzt mal hingelaufen, so 10 Minuten zu Fuß, und haben wir unsere Wäsche abgeholt. Und man muss sagen, hier spürt man die Nachwirkung von Corona auf jeden Fall noch sehr krass. Also hier ist eine Straße voll mit Bars, Restaurants, Hostels. Aber ich sag mal, mindestens die Hälfte davon hat noch geschlossen und liegt ja komplett brach. Ich weiß nicht, ob man es hier so im Hintergrund leicht sehen kann. Einfach alles geschlossen. Also es ist jetzt echt der Ort, der am ausgestorbensten ist von allem, was wir gesehen haben auf unserer Weltreise. Das finde ich krass, gerade dass es jetzt hier in Thailand ist, wo man ja eigentlich relativ schnell bemüht war, den Tourismus auch wieder zu beleben. Also das ist nicht so schön zu sehen. Aber gut, jetzt haben wir noch eine Sache vor, die wir euch hier noch auf Koh Chang zeigen wollen. Dafür packen wir die Kamera weg und gehen zurück auf die GoPro. Wir sind jetzt hier zum Siam Bay Hotel gefahren und leihen uns ein Kajak. Weil hier gibt es direkt davor so eine kleine vorgelagerte Insel und ich glaube, das kostet jetzt 150 Baht pro Stunde oder 400 Baht für 3 Stunden. Und das kann man auch vom Lonely Beach machen, da wo wir sind, aber es ist halt ein bisschen weiter, deswegen versuchen wir es lieber hier, weil wir sind nicht so ganz die erprobten Kajakfahrer und wie ihr seht, ist auch die See sehr rau heute. Von daher, ja, probieren wir es mal, aber Wetter ist gut, von daher wird schon klappen. Thank you.
jetzt gleich wieder aufs Kajak und fahren zurück. Dann geht's mit dem Roller an den Lonely Beach. Und dann ziehen wir noch mal ein kleines Fazit von unseren Tagen hier in Koh Chang, die aber wirklich sehr schön war. Oh ja, das war's. Wir sind zurück am Lonely Beach, pünktlich zum Sunset, den wir uns hier noch ein letztes Mal anschauen. Und wollten euch in diesem Video einfach mal zeigen, wie man mit 30 Euro am Tag lebt. Weil das ist jetzt so der Durchschnittswert aus unseren, keine Ahnung, 5 Tagen hier. Und das ist ja was man immer wieder liest und hört. 30 Euro am Tag, 1000 Euro im Monat auf Weltreise, das ist Low Budget. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, was man dafür bekommt. Und ich würde sagen, es sieht nicht allzu schlecht aus. Der Lebensstil ist schon ziemlich hoch. Wir hatten jetzt eine echt gute Unterkunft. Dreimal am Tag essen, leckeres Thai-Food. Abends auch mal ein Bierchen trinken, Roller mieten, ein paar Aktivitäten und auch Wäsche. Alles, was halt irgendwie so im Reisealltag dazugehört. Und ich würde sagen, da lässt sich's echt gut leben. Vielleicht nochmal kurz grundsätzlich zu Koh Chang. Jetzt war ja hier am Lonely Beach gerade erst alles wieder so im Aufbau. Aber es gibt auch gerade an der Westküste Orte, wo schon wieder richtig viel los ist. Da gibt es super viele Restaurants, Cafés, Massagestudios, Klamottenläden. Also da ist auf jeden Fall einiges los. Und da gibt es auch noch ein paar Strände. Wobei wir sagen müssen, dass uns die Strände grundsätzlich auf Koh Kut besser gefallen haben. Das ist hier eine Nachbarinsel. Dazu haben wir auch ein eigenes Video gemacht. Also schaut da gerne nochmal vorbei. Und ansonsten verabschieden wir uns und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut. Nice. Wir sind jetzt hier am Khlong Prao Beach. Wie lange sind wir gefahren? Wir sind so ungefähr 20 Minuten mit dem Roller gefahren, einmal Richtung Norden. Und wie gefällt dir der Strand? Schön. Aber erstmal Mückenspray drauf machen, weil ja, hier sind auf jeden Fall mitten ein bisschen. Ah, scheiße. Jetzt zeigen wir euch mal unser kleines Bungalow. Kannst du nicht Bungalow sagen? Willkommen in unserem kleinen Bungalow. Findest du? Ach nee, nee.